So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einem Review zu einem ganz, ganz tollen Sommerduft zu Xerjoff's Torino 21. Kurz vorab, wie gewohnt, ein paar Worte zu meinem Duft des Tages heute. Das war dieser hier, hört mal die Hand dahinter, aus dem Hause Nasamoto der Barra Onda. Ein sehr schöner, alkoholischer, warmer, verführerischer Gentleman-Duft, möchte ich fast sagen. Er hat ein bisschen was Animalisches an sich. Er hat Whisky drin. Zumindest riecht das für mich so. Eine wunderschöne Süße, ein bisschen Rauch, ein bisschen Tabak. Alles drin, was mir persönlich gefällt. Ein ganz, ganz toller Duft. Unfassbare Haltbarkeit. Ganz, ganz kranke Projektion. Und ich bin sehr begeistert, wie du hörst. Probier den gerne mal aus. Soll reichen als Kurzvorstellung. Nasamoto Barra Onda. Aber nun zur Sache. Der Duft, um den es heute geht. Ich habe ihn leider Gottes nicht als Vollflakon. Ich habe diese kleine Abfüllung hier. Ist dummerweise während des Versands zu mir irgendwann mal ausgelaufen. Hat dann auch die Verpackung von einem anderen Duft richtig schön eingesaut. Aber gut, das würde dich nicht groß interessieren. Ist halt passiert. Wenn ich diese Flasche nur anfasse, riecht quasi alles nach Torino 21. Aber das ist nicht schlimm. Ganz kurz im Hintergrund, Torino 21, wo kommt das her? Es gibt dieses Tennisturnier, dieser ATP-Tennisturniere. Und die Finale dieser Tennisspiele-Turniere werden seit 2021 exklusiv 4 Jahre in Folge in Torino ausgetragen. Und als Hommage an dieses Ereignis quasi hat Xerjoff Torino 21 komponiert. Das heißt, wir merken es schon ein bisschen raus. Wir haben einen Duft, der durchaus in die sportliche Richtung geht. Und ja, da stimme ich zu, das rieche ich raus. Dieser Duft riecht sportlich, der riecht frisch, der riecht nach, ich möchte mich bewegen, ich möchte aktiv werden, ja, ich möchte einfach irgendetwas machen. Er öffnet mit einer ganz, ganz, wirklich ganz, ganz tollen Minznote in Kombination mit Zitrone. Und da denken wir nicht an irgendeine künstliche Zitrone, da denken wir nicht an irgendeinen, ja, Klostein oder Lufterfrischer. Nein, wir denken viel mehr, ich zumindest denke viel mehr an eine Zitronenschale, an eine richtig geile Zitronenschale, die wir von der Zitrone pellen. Das Ganze eben in Kombination mit eben erwähnter Minze. Unfassbarer frischer Kick, riecht ganz, ganz toll, riecht für mich extrem, extrem natürlich. Wie natürlich die Inhaltsstoffe hier sind, weiß ich nicht, aber ich würde bei Xerjoff schon sagen, dass wir hier drauf vertrauen können, nicht die extreme synthetische Keule zu bekommen. Das Ganze in Kombination mit wunderbaren Kräutern. Du hast einen ganz, ganz leichten Lavendel drin, der nicht irgendwie herb rüberkommt oder zu sehr in das Altbackene überleiten möchte. Nein, dieser Lavendel ist nur da, um die Frische ein bisschen im Zaum zu halten, denn du hast einfach dieser Duft ist frischer aus der Flasche, sagen wir es ganz ehrlich. Dieser Duft ist so unfassbar frisch. Wenn ich den rieche, möchte ich sofort, ich will nicht sagen, aus dem Fenster springen, aber du weißt, was ich meine. Ich möchte sofort irgendwie aktiv werden. Er bringt also diesen sportlichen Twist mit. Und diese Lavendelnote bringt ein klein bisschen Ernsthaftigkeit rein, erdet diesen Duft ein ganz klein wenig, ohne dabei diese typischen Aspekte des Herben oder sonst irgendetwas auszuspielen. Ganz, ganz toll gemacht, ganz fein aufeinander abgestimmt und entwickelt sich dann im Drydown in diese Richtung. Ich erinnere mich als Kind, diese Eisbonbons gegessen zu haben. Ich weiß nicht, ob die wirklich Eisbonbons heißen oder die Marke so heißt. Ich kenne die halt unter Eisbonbons, diese ganz frischen, fast schon teilweise scharfen Bonbons, die dir einfach den kompletten freien Atem ermöglichen. Und ich muss mal gucken, wo ich ihn gesprüht habe. Ja, und genau in diese Richtung geht er. Er bringt irgendetwas Kühles mit sich, irgendetwas Scharfes. Nicht scharf im Sinne von würziges Essen, sondern scharf im Sinne von frisch und richtig aufs Maul, möchte ich sagen, ja. Unfassbar gut gemachter Duft. Er wirkt leicht, sportlich, frisch, habe ich schon so oft gesagt in diesem Video. Aber was soll ich dir sagen? Das ist ein ganz fein gemachter, frischer Duft. Wenn du auf Minze stehst, wenn du auf Zitrone stehst, wenn du auf gute Laune stehst, dann probier ihn unbedingt mal aus. Den Flakon habe ich dir am Anfang irgendwo eingeblendet. Ich werde es jetzt sicherlich nochmal tun. Ich habe das ganz vergessen zu erwähnen, aber ich kann dir nicht groß was zum Design sagen. Xerjoff üblich, du kennst andere Xerjoff-Flakons. Die Verarbeitung ist aber ganz klasse. Die Teile sehen immer wunderschön aus mit diesem Blau aus der Join the Club Collection. Muss ich nicht viel zu sagen, einfach ganz toll gemacht. Und
Kurz noch ein paar Worte zur Haltbarkeit, zur Projektion. Die Haltbarkeit ist meiner Meinung nach ganz, ganz toll für einen frischen Duft, für einen natürlich riechenden Duft. Hier muss man halt sehen, du hast keine süße, schwere Bombe, die Ewigkeiten hält, sondern einen sehr schönen, frischen, natürlich wirkenden Duft, der einfach eine gute Haltbarkeit für dieses Duftsegment mit sich bringt bei einer ganz gut ausgeprägten Projektion für die ersten 2-3 Stunden. Danach geht das in das hautnahe Thema ab, aber das können wir verzeihen. Wie gesagt, mit dieser Duft-DNA, mit diesen sehr frischen Aspekten, und dieser Duft ist einfach mehr als das. Das ist so eine Bombe. Da kann ich das verzeihen, wenn er nicht über 6 Stunden lang extrem projiziert und 14 Stunden hält. Darüber musst du dir bewusst sein. Worüber du dir auch bewusst sein musst, Xerjoff, der ist nicht ganz günstig. Aber meiner Meinung nach, das lohnt sich. Den Vollflakon werde ich mir sicherlich früher oder später mal zulegen. Und wenn du das für den Sommer suchst, wenn dir das gefällt, was ich dir hier gerade beschrieben habe, dann kommst du vermutlich nicht an diesem Duft vorbei. Und wenn du Minzfreund bist, so wie ich, dann erst recht nicht, mein lieber Zuseher. In diesem Sinne habe ich nicht mehr zu sagen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.